So. Und dann können wir direkt... Ah, meine Maus, ey. Und mein Headset. So. Dann können wir eigentlich unser Baumhaus so in die Richtung bauen. Das wäre natürlich mega krass, wenn wir das schaffen würden. Das Baumhaus von da drüben bis hier vorne durchzubauen. Aber ich glaube, bis dahin sind wir schon 10-mal gestorben. Und ich glaube, so viel Lust habe ich auch überhaupt nicht dazu. Aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Meint ihr, das wäre eine... Nochmal. Achtung, ihr... Ich fange nochmal neu an. Meint ihr, das wäre ein gutes Ziel, was man mal so in Angriff nehmen könnte, das Baumhaus bis nach hier vorne durchzubauen? Oder jedenfalls soweit es geht, also hier so zwischendurch und bla, dass man seine Häuser hier ein bisschen verbindet, oder ist das eher so total schwachsinnig und langweilig und sowieso dämlich? So, jetzt baue ich mir hier nochmal die Kohle ab und dann brauche ich, brauche ich dann hier. Cobblestone brauche ich, damit ich auch mir ein solides Haus bauen kann, ne? Weil solide Häuser sind im Regelfall immer etwas solider als unsolide Häuser. Oh, das habe ich mal gehört. Soll so sein. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ich werde es dann einfach mal ausprobieren. So ein solides Haus zu bauen. Und dann mache ich, glaube ich, ein Holzdach drauf. Holz habe ich ja wegen dem Dschungel mehr als genug. Kann ich ja hier gar nicht nachgucken. Gibt es jetzt auch diese, es wird Nacht. Die Holztreppen in dem anderen Holz? Oder werden die dann zum normalen Holztreppen? Das weiß ich gerade gar nicht. Aber werden wir ja dann sehen. So. Bevor es jetzt richtig Nacht wird, pflanze ich mal schnell mein Bett hin. So, jetzt schnell Schwert ausrüsten. Und hoffen, dass nicht spawnt. Nicht spawnt, nicht spawnt, nicht spawnt. Wunderbar. Das klappt ja hier im Moment. Wie am Schnürchen. Au. Au. Aber so ein paar Zombies, nur Zombies, könnten ruhig mal hier irgendwie mal so ein bisschen auftauchen. Das ist ja nicht... So, ich mache mal wieder Tag hier. Das ist ja schon... sag's schnell, hier, langweilig, ne? Da passiert ja gar nichts und das ist ja sowieso dann total unspannend und so weiter. So, hier hoch. Wie viel haben wir denn jetzt? Fast 2 Stacks. Das reicht vorerst. So. Mal erstmal ein bisschen kleiner, kann man ja dann hinterher erweitern. Boah, was mache ich denn hier? Jetzt ist unser Eisen nur noch da drüben, ne? Gut, das können wir uns dann ja irgendwann holen. So. Ach ja, es ist immer noch hier Musik von KST Beats. Unter anderem. Ist noch ein bisschen andere dabei. Aber ich glaube, das reicht erstmal. Ich glaube, ich habe sowieso zu wenig Cobblestone dafür. So. 1, 2. Wo machen wir denn die Tür hin? Ja, ich
Ich habe auf jeden Fall zu wenig Cobblestone. Tür. Ich glaube, die Tür mache ich mal hier hin. Und dann mache ich eine Doppeltür oder keine Doppeltür. Erstens mache ich die Tür hier hin. Und den Rest gucke ich später. So. Sand haben wir ja auch genug vom Strand da vorne. Können wir uns hier auch Glas machen, um Fenster zu machen. So. So. Bla 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 bla. Ja, klasse. Und dann haben wir ein Haus. Ein mehr oder weniger solides und hoffentlich auch eins, was lange stehen bleibt und auch eins, was wir lange in Anspruch nehmen werden und wo wir in Frieden ruhen können, wenn wir dann mal, das ist immer noch da, Schwein, wenn wir dann mal abkratzen, was ja hoffentlich nicht so schnell sein wird. Ich bin wirklich gespannt, wie lange ich überlebe. Also, für gewöhnlich sterbe ich ja immer relativ schnell. Aber jetzt spiele ich ja auch vorsichtiger. Beziehungsweise habe im Moment sau viel Glück, dass hier nichts spawnt. Was mich nervt, weil ich mich immer erschrecke. So. 37. Machen wir nochmal die Reihe hier weg und dann Postes. Und da hören wir gerade der Zelda-Musik. Immer noch mein Favorite Retro absoluter Lieblings- Hit. Bam. Schaufel sagt auch, ich habe keinen Bock mehr, hör auf. So ein Retro, also so ein das erste Zelda-Spiel als Let's Play wäre doch auch mal gut. Würdet ihr euch das angucken wollen? Also wäre das so ein Spiel, wo ihr sagt, yo, Ola, das kannst du mal Let's Playen, du. Das wäre schön. Oder sagte er, nee, bah, Retro, das ist so pixelig. Blöd, dass ich jetzt gerade Minecraft dabei spiele, ist egal. Also Retro ist so, das gefällt mir nicht, das ist so ganz schlecht, so alt und spiel lieber was ganz Neues. Oder ist euch das eigentlich total Wurst und ihr wollt nur bequatscht werden? So. Wie mache ich das denn jetzt hier überhaupt? Also. Also die Decke kommt ja hier. Weil ich die Decke, glaube ich, lieber aus Holz machen möchte. Es erschlägt einen ja hier alles. Ach, guck mal, was wir hier noch haben. Ist das jetzt das normale Holz? Ja, müsste. Aber wir haben hier keine normalen Bäume, ne? Doch, da. Dann wird unsere erste Aufgabe jetzt sein, den Baum abzuholzen und die Setzlinge einzusammeln, damit wir genug Normalholz-Setzlinge haben, beziehungsweise Normalholzbäume. Ist das ein zweiter Dschungel? Oh nee! Oder ist das noch der erste, der jetzt hier nur so voll im Kreis um uns rumgeht? Ach du Heiliger. Komm, gib mir Setzlinge. Baum. Böhm! Noch ein Baum. Ah! Komm! Setzlinge! Jetzt
habe ich mich gerade vor der Musik erschreckt, weil die auf einmal nur auf dem linken Ohr war. Ich renn mal schnell zu dem zu dem Baum da drüben. Und in der Zeit hat hoffentlich der andere Baum da mal ein paar Setzlinge verloren. Wäre ich ihm zutiefst dankbar. Zutiefste Dank verpflichtet. So, bitteschön, dankeschön. Jetzt habe ich's anders gesagt, als ich sagen wollte. Ist egal. So. Sag's geil. So, und ich habe jetzt schon relativ doll die Orientierung verloren, wo ich schon war und wo nicht. So. Hops. Hast du was fallen lassen? Ja, einen hast du. Wow. Ein Setzling. Toll. Damit kann ich bestimmt viel anfangen. Habe ich noch andere? Nein, nur den. Dankeschön, Baum. Ich kacke. Kann mir nichts Besseres vorstellen, als mit einem Setzling auszukommen. Du hast auch nur einen für mich, ne? Geht ja gar nicht. Scheiß Bäume.